dem ersten Meistertitel im Jahr 1998 steht man erstmals vor der Tür zur Champions League. Die Mannschaft darf sich nach einer beispiellos erfolgreichen Meisterschaftssaison berechtigte Hoffnung machen, die Qualifikation für die Millionenliga zu schaffen. Der Gegner in der Qualifikation heißt Újpest Budapest. Sturm feiert schon im Heimspiel ein Schützenfest und schießt die Ungarn aus dem Stadion. Das Rückspiel ist damit nur mehr Formsache. Der Traum von der Champions League Wirklichkeit geworden. 4:0! Jetzt ist die Champions League, glaube ich, erreicht. Denn vom Schwarzenegger Stadion in Graz geht es plötzlich ins Bernabeu-Stadion von Real Madrid. Vereine oder die Spieler haben wir gekannt, auch nur aus Fernsehen und Verfolgung von Champions League. Und mit dieser Überheblichkeit erwischt man sogar das weiße Ballett kurzzeitig am falschen Fuß. Tor! 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 1:0! Was für eine Sensation! Leider fällt das Tor zum 1:0 für Sturm in der 9. und nicht in der 90. Minute. Und Kopfball an die Stange! Hannes Reinmeier. Denn auch Ivica Vastić knallt den Ball im Bernabeu-Stadion noch einmal an die Latte. Chance um Chance für Sturm. Wie hat es Ivan Osim geschafft? Doch auch die allerbeste Kopie kommt ans Original eben nur selten heran. Eine bittere Erkenntnis, zu der auch Sturm im Aufeinandertreffen mit den Galaktischen aus Madrid kommt. Plötzlich tanzt das weiße Ballett wieder auf der eigenen Bühne und geht als 6:1 Sieger vom Platz. Dennoch wird Real Madrid in Graz herzlich willkommen geheißen. Wieso soll es nicht im Heimspiel klappen? Was? Tor! 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 1:0! Mario Haas! Und das nicht ganz zu Unrecht. Denn wie schon in Madrid hat Sturm auch in Graz viele hochkarätige Chancen. Der Ball will aber einfach nicht ins Netz. In der Wand. Vastić! Und wieder nichts. Real Madrid hingegen, das Sturm offenbar zu Beginn gern den Vortritt lässt, trifft in Folge umso genauer und geht diesmal als 5:1 Sieger vom Platz. Roberto Carlos, ein brasilianischer Weltmeister, kann gut damit leben. Der Trainer von Sturm schon weniger. Da wartet mit Inter Mailand schon die nächste Startruppe. Diesmal hält man bis zur 90. Minute ein 0:0. Fußballspiele werden aber schon lange nicht mehr nach genau 1,5 Stunden abgepfiffen. Nein, nein, nein! Das gibt's doch nicht! In der 94. Minute reißt Djorkaeff Sturm aus dem Traum vom ersten Punkt in der Champions League. Wir haben alles gegeben, alles probiert, die Beste zu holen. Und dann haben wir nur einen Punkt erreicht, okay. Und den bei Minustemperaturen in Moskau immerhin gegen Spartak. Eine erste kleine, aber feine Reifeprüfung auf höchstem internationalen Niveau ist damit bestanden. Sturm darf stolz auf sich sein. Und die Zukunft heißt einmal mehr Champions League. Auch nach dem zweiten Meistertitel können sich die Schwarz-Weißen für die Liga der besten europäischen Clubmannschaften qualifizieren. Servette Genf ist die einzige Hürde auf dem Weg dorthin und sie wird mit einem 2:1 Sieg zu Hause und einem 2:2 auswärts souverän genommen. Diese ersten 2 Jahre da, wir waren wie ein Mann, wie ein Mensch zusammen, alle diese 20 Leute. In dieser Mannschaft kommen auch junge Talente zu internationalen Einsätzen. Wie etwa auswärts bei Olympique Marseille. Der Trainer ist dann 45 Minuten vom Spiel reingekommen und hat mich schon so komisch angeschaut. Ich natürlich schon leicht in Panik gewesen. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt habe ich noch Zeit aufs Klo zu gehen und dann muss ich halt spielen. Ich habe Angst gehabt, dass er bekommt Herzinfarkt. Anschlag war gefährlich. Frage. Ferdinand Feldhofer steht von Beginn an seinem Mann. Wie auch das übrige Team, das wieder zu guten Möglichkeiten kommt, in letzter Konsequenz auswärts aber einmal mehr die Überlegenheit abgebrühter Stars einer internationalen Topmannschaft anerkennen muss. Für den Debütanten bleibt so ein Spiel trotz 0:2 Niederlage ewig in Erinnerung. Aber natürlich ein riesengroßes und schönes Erlebnis.
In Folge sollte es fußballerisch gesehen in Graz dann sogar Hollywood spielen. Was kann es Schöneres geben, als einen David Beckham und Sir Alex Ferguson mit Manchester United im Schwarzenegger Stadion zu empfangen? Am Papier einmal mehr David gegen Goliath. Wohl endet die Legende zwar mit einem Sieg Davids, Sturm darf zumindest von sich behaupten, den Goliath geärgert zu haben. Und wer spricht heute schon von der 0:3 Heimniederlage gegen Manchester? In Erinnerung ist doch nur das Duell zwischen David und Goliath geblieben, zwischen Roman Mählich und David Beckham. Ja, für mich war das nichts Besonderes, weil ich habe im Prinzip jetzt keinen Unterschied gemacht, ob das der Beckham von Manchester war oder also nicht, der Anger Schmidt von Ried. Das war mir egal. Wenn ich gespielt habe, wollte ich besser als mein Gegenspieler bin und habe ich unsere Mannschaft verteidigt, so gut ich können habe. Und es war halt eine kleine Ranglerei damals. Für die Leute war das viel aufregender als für mich selber. Das ist, ich denke noch dran, er wird es wahrscheinlich schon vergessen haben. Gegen Croatia Zagreb ist es dann aber endlich soweit. Der erste Sieg in der Champions League für Sturm darf gefeiert werden. Schöner Pass, kein Abseits. Das noch einmal die Chance jetzt. Und Kotschab bringt den Ball ins Tor. Jawohl! 1:0, der Bann ist gebrochen. Na endlich! Der 1:0-Erfolg gegen Croatia Zagreb ist nicht nur für den Goldtorschützen eine große Genugtuung. Die Spieler sind sich bewusst, sie sind nun in Europa angekommen, können die Großen nicht nur mehr ärgern, sondern auch schlagen. Das muss auch Olympique Marseille beim Rückspiel in Graz anerkennen. In Frankreich hat man mit Sturm noch leichtes Spiel. In der Steiermark sieht man sich wenige Wochen später einem mächtigen Gegner gegenüber. Zu 2 gewinnt Sturm Graz. Die Spieler haben die Fußballphilosophie des bosnischen Meistertrainers offensichtlich verinnerlicht. Und Kotschan, noch eine Chance! Tor! Unglaublich! So schön wäre es wohl gewesen, hätte man sich im ehrwürdigen Old Trafford Stadion in Manchester für die Heimniederlage revanchieren können. Weit davon entfernt jedenfalls war Sturm nicht. Sang- und klanglos untergegangen, wie viele prophezeit hatten, ist man schon gar nicht. Und welcher Sturmspieler kann von sich schon behaupten, ein Tor gegen Manchester erzielt zu haben? Richtig, Ivica Vastić, der Publikumsliebling von Sturm schlechthin. Daran hat sich auch im Jahr 2000 nichts geändert, als Sturm als Vizemeister in der Qualifikation zur Champions League auf Feyenoord Rotterdam trifft. Beim Stand von 0:1 wird Sergej Juran im Strafraum gelegt. 11 Meter. Markus Schopp tritt an und verwertet sicher. Alles sieht schon nach einem wenig verheißungsvollen 1:1 aus. Dann die 91. Minute und wieder ein Elfmeterpfiff für Sturm. 90. Minute. Mein Gott, Markus Schopp. Und in dem wichtigen Spiel denkt mir ja nicht, jetzt legst du den Ball hin und was passiert, wenn du den Elfmeter verschießt. Das ist es ja nicht. Du bist mit deinen Gedanken nur auf den Ball fixiert und du weißt, du wirst es da jetzt nicht machen. Da! 2:1 für Sturm! Und mittlerweile können auch 50.000 fußballverrückte Zuschauer im Stadion von Rotterdam die Mannschaft von Sturm nicht mehr einschüchtern. Reinmeier, Tor! Tor! 1:0 für Sturm! Am Ende heißt es 1:1 und Sturm steht zum dritten Mal in Folge in der Champions League. Gewonnene Reife kann Sturm vor allem in der Gruppenphase zu Hause voll ausspielen. Man ist jemand in Europa. Nacheinander müssen der AS Monaco, die Glasgow Rangers und Galatasaray Istanbul im Grazer Schwarzenegger Stadion federn lassen. Ein Feuerwerk an Spielfreude wird entzündet. Ist im Tor, 3:0 für den SK Sturm. Tor, Tor, Tor! Es ist Markus Schopp. 2:0 gewinnt Sturm gegen AS Monaco.
Zack zu! Jawohl! 2:0! Unglaubliche Szenen spielt sich jetzt ab. Sturm schlägt die Glasgow Rangers 2:0. Aber das sollte noch lange nicht alles sein. Denn noch wartet das Rückspiel in Istanbul bei Galatasaray. Das Spiel dann in Istanbul, wo es ja praktisch um alles ging, war natürlich unglaublich. Und dann kommst du in ein Stadion, in ein Heizkessel oder sowas. Die Zuschauer haben uns natürlich beschimpft und beflegelt vor dem Spiel und es war schon ganz eine aufgeheizte Stimmung. Fans waren so fanatisch, dass du nicht gewusst hast, ob du dann am Leben nach Hause wieder fährst. Es gibt hier Elfmeter für Galatasaray. Ergün. Und Tor. 1:0, er war dort, aber er konnte den Ball nicht halten. Und jetzt wird's verdammt schwer. Wir waren 1:0 hinten mit dem Publikum im Alisaim-Stadion. Brauche ich nicht sagen, also da drückt's dich rein. Ja. Korsosch in der Mitte, jetzt drei Mann, jetzt müsste eine gute Flanke kommen. Korsosch, und da ist sie! Und Tor! 1:1! Und bei uns war das Tor genau der Knopf, der gedrückt werden hat müssen, dass wir unser Spiel begonnen haben. Kluger Pass, Riesenchance zur Führung, Bastic! Noch einmal Bastic, für Kocian! Außennetz! Dann aber geht Galatasaray doch wieder in Führung. Es steht 2:1. Bastic! Schopp! Schopp! Schießt Tor! Tor! 2:2! Wir haben mit dem Gegner über weite Phasen so mitgespielt, dass immer die Gefahr von uns ausgegangen ist, wir können euch wehtun. Und im Endeffekt war es ja noch so, wenn man sich die letzten paar Minuten hernimmt, die haben gesagt, lasst uns. Wir sind mit dem Resultat zufrieden, aber lasst uns in Ruhe. Das war schon ganz eine komische Situation, weil die Türken dann auch gesagt haben, slowly, und ja, nicht mehr angreifen. Das ganze Stadion hat Sturm Graz gerufen und keiner wollte mehr im Prinzip das Spiel entscheiden. Also es waren schon Punkte, die man im Leben nicht vergisst. Geschafft, 2:2 in Istanbul. Ein historisches Ereignis für den Fußballclub aus der Steiermark, der ausgezogen ist, um die große Fußballwelt zu erobern. Das ist gelungen. Ein schier unglaublicher Tabellenstand untermauert das. Bei ihrer Ankunft in Graz werden die schwarz-weißen Fußballhelden empfangen wie Popstars. 5000 Fans verwandeln das Rollfeld am Flughafen in ein Menschenmeer. Die Begeisterung hier in Graz war wieder sensationell. Der Empfang am Flughafen war fast so wie der erste Meistertitel. Es hat also immer eine Spur Nostalgie dann bei den Spielen gegeben, dass man auch gesagt hat, na, was wird sein, wenn einmal der Osim nicht mehr Trainer ist. Und das haben wir natürlich dann auf österreichische Weise auch verdrängt. Die Verlockung, genau das zu tun, ist natürlich groß. Mario Haas ist zurück aus Frankreich. Sturm findet sich im Konzert mit den 16 besten europäischen Mannschaften wieder und kann auch dort zweimal groß aufzeigen, gegen Panathinaikos Athen. Und was für ein Traum entstand für Mario Haas. Fast ein kleines Märchen. Ein Märchen, das Haas auch in Athen fortschreibt. Wie beim 2:0 in Graz erzielt auch er in Athen beim 2:1-Sieg von Sturm ein Tor. Es ist der erste Champions-League-Erfolg von Sturm in der Fremde überhaupt, zugleich aber auch der letzte der Grazer in der Millionenliga.